nennen will. Keine Ahnung. Ist ja. So, wir gehen wieder in mein räudiges Haus, was wir letztes Mal ein bisschen besser gemacht haben. Toiletten habe ich auch nicht. Das heißt, ich muss in diesem Rohr pinkeln. Und scheißen. Ja, wobei scheißen eher draußen hier. Wie bei Seven Versus Wild. Einfach hier draußen irgendwo hinscheißen. Nur, dass meine Nachbarn hier nicht sehen. So. Gehen wir mal wieder rein und arbeiten ein bisschen. Warum steht hier Farbe? Ach so. Was ich auch in der letzten Folge gemacht habe, ist diese Wand weiß. Ja. Diese Wand habe ich weiß gemacht. Ich glaube, das habe ich sogar ohne Aufnehmen. Ja. Oh. Und Licht habe ich jetzt auch nicht. So. Egal, wir gehen erstmal hier hin. Gehen wieder auf. Weil ich muss hier auf E drücken. So. Wir haben auch drei neue Dinge tatsächlich. Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familien. Guten Tag, meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger. Oh. Und wir rennen wie verrückt. Aber auch sehr glücklich hin und her und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen sollte, bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt. Wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird, okay? Wir haben ein malerisches, winziges Häuschen für uns drei gekauft. Leider muss man da noch kräftig aufräumen. Leider muss da noch kräftig aufgeräumt werden und das Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann? Im Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen, eine Wickelkommode, vielleicht irgendwelche Spielsachen. Du hast da doch viel Erfahrung, oder? Umale die Wände für unsere kleine süße Prinzessin unbedingt hellrosa an. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße. Markus Seifert, bald überglücklich. Okay, auf geht's. Machen wir das doch für die Familie, damit sie glücklich und zufrieden leben können. Oder, Chat? Warum sage ich eigentlich immer Chat? Ey, das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich sage immer Chat. Ja, allerdings. Muss auf jeden Fall aufhören. So. Machen wir das doch hier. So. Wo ist denn jetzt hier noch Schmutz? Ich sehe hier keinen. Ah, hier. Und noch irgendwo. Hier oben vielleicht. Mann, wo ist denn das? Ah, jetzt ist es weg. Perfekt. So. Gehen wir doch mal nicht da rein. Ich will eher hier reingehen. So, räume den Müll auf. Ja, das machen wir. Reinige die Verschmutzung. Hier ist überall Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Weg mit dem Schmutz. Kann man das komplett machen? Ja. So. Ist hier noch irgendwo Schmutz? Ah, hier oben. Schmutz, 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 Schmutz. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch. Ah, aber Schmutz. Perfekt. Fenster reinigen. Dann reinigen wir einmal hier die Fenster. Ganz entspannter Basis hier. Zack. Ah, man kann die Fenster nicht öffnen. Schade. Lüften würde ich hier mal auch. Ja, so. Zack, zack, zack. Hier kann man es. Okay, aber hier nicht. Gut. Ja, Schlafzimmer ist dann auch fertig. Das ist hier. Ah, Ausgang. Dazu. So. Ah. Das hier wird das Zimmer von denen. Das machen wir später. Weil das dauert ein bisschen lange. So, Fenster reinigen. Machen wir doch gerne. Ich wohne immer noch in räudigen etwas. Aber ja. Haben wir das hier auch. Dann gehen wir jetzt hier in diesen, was weiß ich, Kammer. Wer hat hier eigentlich überall diese ganzen Kartons gelassen? Also jetzt mal ehrlich. Welcher Mensch hat hier vorher gewohnt? Also, jetzt mal ehrlich. Verstehe ich nicht. So. Zack, zack. Dann machen wir das auch mal schön weg.
Hier ist noch Schmutz und da ist noch Schmutz. Und hier ist kein Schmutz. Wo ist hier noch dieser 1%? Ah, da war der. So, Fenster reinigen. Immer diese Fenster. Machen wir das hier einmal weg. Fenster können wir hier mal natürlich wieder mal öffnen. So, perfekt. Dritte Fenster einmal säubern, damit die alles schön sauber ist. So, dann machen wir die Fenster hier auch nochmal. So. Schön sauber machen, öffnen. So. Jetzt können wir ins Kinderzimmer. Das müsste hier nicht öffnen. Ja. So, dann machen wir hier mal alles sauber. So. Den ganzen. Was weiß ich, was hier an der Wand ist. Weg. So. Zack, zack, zack. Oh, ein neuer Fähigkeitspunkt. Natürlich den Ultramob. Das ist jetzt schon der Ultramob. So. Zack, zack, zack. Hier ist irgendwo noch Schmutz. Ah, wahrscheinlich ja nicht. Ah, ja, an der Decke. So, Fenster reinigen steht da dran. Dann machen wir das auch einmal. Das Kind soll ja schön hier drinnen wohnen können. So. Wäre ja scheiße. Wenn es nicht so wäre, ne? So. Reich mit den Farben Pastell rosa. Soll alles rosa? Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall eine ganz einfache Sache. Hasse streichen. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Es ist ja nur ein Spiel, aber trotzdem. Streichen, na, weiß ich nicht. Auch mehr streichen. Ich streiche den ganzen Tag nur Wände. Das mache ich so gern. Dann soll ich auch noch Möbelchen platzieren. Ey. Da will ich aber dickfett Kohle sehen. Ansonsten mache ich alles wieder weg. Sonst mache ich hier alles wieder mit Müll voll. Ja, ja. Lustig, dass das auch alles an einem Tag wieder fertig ist, ne? Guck mal, wie schnell man streicht. Also so schnell kann man gar nicht in echt streichen. Also, wenn einer so schnell streichen würde, dann weiß er auch nicht. So, 41% hat das jetzt gemacht. Hier oben noch rosa. Das sind auch immer die gleichen Wände, ne? Schon wieder leer. Aber ist einfach schon wieder leer. Ich hab grad mal zwei Wände gemacht. So. Könnte ich den Job sogar schon aufgeben, aber ich will alles zu 100% fertig haben. Ach doch. So, dann kommt hier auch nochmal einmal alles hin. Zu wenig natürlich mal wieder. Dieser Schrank geht auch ein auf den Sack. Zack, zack, zack. Nur noch eine Wand gleich hier. Ja, die letzte Wand. Die kommt hier. Oh, ist doch nicht die letzte Wand. Es ist doch nicht die letzte Wand. Aber die letzte Wand kommt immer näher. Und die Farbe wird immer leerer. Das ist auch das Problem gerade, was ich habe. So. Ich sollte den Farbband verlieren. Ich weiß. Ich sollte den Farbband mit Farbe aus der Dose füllen. Den Tipp brauche ich nicht. Also, den wüsste ich auch ohne Tipp tatsächlich. Wenn jetzt die Farbe leer ist, ne? Ist gleich leer. Ja. Ich muss noch eine dritte holen. Zack, zack, zack. Ja, die dritte. Ja, aber nee, nicht einigen. Auch die Farbe. So. Zack.
und fertig mit Streichen. So, jetzt kann ich verkaufen. Und dann kaufen wir uns doch hier mal, nicht hier, sondern dann kaufen wir hier mal ein Kinderbett. Warte, ist nicht so schlau, den an der Steckdose zu machen. Den, das Bett einfach hier vorne packen. Wieso denn nicht, ne? So, das Regal kann dann hier schön in der Ecke. So. Okay. So, so. Jetzt habe ich es. Wickelkommode, die kann hier an der Heizung. Ist eigentlich recht gut, damit die schön warm immer ist. Und ja, hier kann man sitzen. Und hier kann man sitzen. So. Da ist mein Job auch schon fertig tatsächlich. So, 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 4000 Euro abschließen. Welches du will ich jetzt beenden? Ja, natürlich will ich jetzt beenden. So, und was ich jetzt noch machen will, ist tatsächlich mein Badezimmer ein bisschen wieder hinrichten. Aha. Hier habe ich also die Wand vergessen. Egal. Wir gehen jetzt in mein Badezimmer. So. Wände, nein. Möbel, hier. Badezimmer. Ja. Toiletten. Sollen wir uns eine moderne... Wir nehmen die hier. So. Zack. 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 Und das ist die Toilette. Klein, aber fein. So, jetzt kann ich auf jeden Fall auch eine Dusche holen. Muss ich nur gerade... Ich würde die hier nehmen. Passt hier auf jeden Fall in der Ecke. So. Weil das Haus können wir ja später sogar wieder verkaufen. Und wir kriegen mehr Geld dadurch, dass hier auch neue Dinge drin sind. So, jetzt kann man hier praktisch reingehen. Rein theoretisch, so. Hier kommt dann noch so ein Waschbecken hin. Ey, das sieht doch geil aus. So, hier schön mit LED. So. Zack. Schön mit LED hier rein, alles. Damit es auch geil aussieht. So. Zack. Zack, zack, zack. Schrauben, Schrauben, rein. Und fertig ist dieses Ding. So, jetzt müsste man praktisch eigentlich nur noch... Nee, Wände. Gipsfarben. Wandfliesen. So, hier. Jetzt müsste man praktisch einfach nur noch machen. So. So. Dann fangen wir mal an, das hier zu machen. Okay, geht noch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Hallo Leute, euer Stando. Ciao, ciao.